www.zweitewelle.de, das unabhängige Handball-Online-Magazin. Ja, ich begrüße euch zur heutigen Pressekonferenz hier in Hannover im Hotel Dormero. Ich möchte sagen, dass wir auf der Sonnenseite des Lebens sitzen, hier auf der Schattenseite. Und die Sonne im Herzen. Genau, ihr habt die Sonne im Herzen. Und möchte natürlich gleich zu Anfang vorweg sagen, dass im Augenblick natürlich turbulente Verhältnisse auf dem Wechselmarkt herrschen, dass wir augenblicklich aber noch keine Namen über Verstärkungen nennen können. Kommt Zeit, kommt Rat. Wir haben 5 Tage noch, aber wie gesagt, aufgrund der Verhältnisse in Spanien, in Deutschland, in Rheinland ist es natürlich schwierig zurzeit und wir müssen weiter sehen. Nur, dass ich denke, dass diese Fragen dann auch nicht gestellt werden müssen und dass wir uns zunächst auf unser Spiel gegen den TV Großwaldstadt konzentrieren, das am Sonntag stattfindet um 17.30 Uhr in der AWD Hall wie gehabt. Kleine Information vorweg, bisher sind 2.600 Karten verkauft worden. Das heißt, wir rechnen bei der TSV ungefähr mit 3.200 Zuschauern. Hoffen natürlich wie immer auf mehr, aber wir kommen dann wieder in unseren Schnitt rein. Ja, Großwaldstadt. Zurzeit 10. Tabellenplatz mit 18-22 Punkten. Zuletzt haben sie gegen Magdeburg zu Hause mit 25-31 verloren. Dennoch darf man Großwaldstadt sicherlich als Favorit bezeichnen. Und wir, die TSV, müssen dagegen ankämpfen und versuchen, zu Hause etwas zu reißen. Im Hinspiel hat die TSV mit 31-28 eigentlich unglücklich verloren. Ja, starke Spieler, Matthias Andersson, Michael Spatz, der beste Torschütze, Joachim Larsson auf Kreismitte und Moritz Schepsmeier, um nur einige zu nennen. Ja, Aaron, ich grüße dich natürlich auch hier in unseren Reihen. Unsere Mannschaft zeigte 10 Minuten vor der Pause gegen Flensburg eine sehr schwache Phase. Ist es möglich, das gegen Großwaldstadt abzustellen? Ja, wir haben auch die ersten 25 Minuten gut, also hat er 20, 25 Minuten gut gespielt, finde ich, gut mitgehalten in Flensburg, hat er die Tempo kontrolliert und so weiter. Aber ja, macht das, wir machen uns selbst kaputt, sind nicht clever genug in die letzte Phase, erste Halbzeit und kommt zu viel hinten und so verliert man auch Glauben zu gewinnen. Und das hat passiert für uns da und die Anfang zweite Halbzeit, ja, so war das schon vorbei. Aber das ist wichtig für uns, dass wir als Mannschaft Charakter zeigen. Dass wir, selbst wenn wir sind hinten mit 2, 3 Tore oder so, dass wir haben die Charakter und die Siegeswille Spiele zu drehen und auch man in dieser Situation unser Konzept halten und so weiter. Und ja, das. Und Sonntag ist ein Spiel, wo der Charakter und die Wille für uns und die Mannschaft ist ganz wichtig. Und ich mache mir Hoffnung, dass wir können das machen Sonntag, dass wir uns abzustellen und wir antreten mit gutes Charakter und Kämpfer sein können, weil ich finde, dass wir haben Möglichkeit zu Hause gegen Großstadt zu gewinnen. Jetzt, sie haben gute Spiele, das ist keine Frage. Und das ist ein Traditionsverein. Und ja, Weinhold ist noch zurück in die Großstadt-Mannschaft. Die hat auch Knirr zurück von Verletzungen. So, das ist keine Frage, das ist ein gutes Mannschaft. Ja, ich denke, die Zuschauer werden uns auch am Sonntag wieder unterstützen im Abstiegskampf. Am Mittwoch ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass wir einfach dann Beutler warm geworfen haben. Ein sehr guter Torwart, ne? Aber so ein bisschen wurde er durch unsere Mannschaft auch aufgebaut. Matthias Andersson, auch ein WM-Teilnehmer, ist auch ein sehr starker Torwart.
der ein Spiel entscheiden kann. Wie kann sich unser Team von dem Mittwoch lösen bzw. Anderson überwinden? Das ist immer so, wenn wir viele Fehlwürfe machen, das ist immer so. Als Trainer so denkt man über, dass wir nicht immer mit Konzentration werfen und so weiter. Aber Beutler hat einfach auch sehr gut gehalten. In diesem Spiel, ich glaube, dass auch er wollte zeigen, dass er war schon der richtige WM-Teilnehmer und er war ein bisschen enttäuscht, dass er nicht dabei zu WM. Und er war auch ganz motiviert, glaube ich. Aber das ist manchmal so, dass man kann nicht zu viel über die Tore sprechen, weil da haben wir auch probiert. Das ist so, unsere Spieler kriegen immer Wurf von den Torwart, wo die können die da wollen das machen, die Torwart analysieren können das machen, die da hat das, finde das ist ein gutes Ding für den, aber es gibt auch Spieler, das ist nicht gut für, das wollen das nicht machen, weil die wollen auch seinen eigenen Wurf konzentrieren. Ich mache mir eine Hoffnung, dass wir können ein gutes Spiel am Sonntag spielen. Ich glaube, dieses Charakter und auch die Schüsse wird auch ganz, ganz wichtig für uns, dass wir kriegen eine sehr gute Unterstützung. So müssen wir an den Bahnen auch das zeigen, dass wir sind das Werte und dass wir sind zufrieden mit dieser Unterstützung. Du kommst gerade vom Training. Die Mannschaft war ziemlich komplett da. Es gibt kaum Verletzte, außer natürlich die Langzeitverletzten, die sind ausgenommen. Hast du bei der Mannschaft den unbedingten Willen zum Sieg gesehen für Sonntag? Wollen die jetzt unbedingt? Ja, wir haben auch über die Spiele gegen Flensburg gesprochen heute. Die wollen das fertig machen und haben wir uns konzentriert auf Großwallstadt. Das gibt keine Frage, dass wir alle weiß und die Mannschaft weiß, das ist ein ganz wichtiges Spiel Sonntag und wir wollen uns aufbauen für dieses Spiel, so wir können alles geben. Ja, dann möchte ich die Presse fragen, ist etwas anzumerken oder sind Fragen zu stellen von eurer Seite? Aaron, was hast du und was hat die Mannschaft aus dem Spiel am Mittwoch gelernt für das Spiel am Sonntag gegen Großwallstadt? Hoffentlich haben wir das gelernt, dass wir müssen auch ein bisschen clever sein in unsere Gegenstoß, dass wir nicht immer mit zu viel Risiko spielen. Ich finde, dass auch dieses Moment, wenn man, ich glaube, wir haben nur gesprochen, dass wir kommen ein bisschen hinten, dass man wird nicht zu einfach, was kann man sagen, dass man geht zu einfach unten, dass man bleibt bei unserem Konzept und wollen nicht zu früh abschließen und so weiter. Das ist etwas, wir haben gelernt. Aber auch das gesehen von Anfang an, dass wir wollten probieren, mit viel Geduld in den Angriff zu spielen. Ich finde, dass wir hatten gutes Kontrolle in diesem Spielaufbau. Aber auch, dass wir, weil wir hat vielleicht ein bisschen Angst, zu viel Risiko zu machen. So ist das manchmal so, dass nimmt man auch nicht seine Chance manchmal. Aber das ist gut im Flensburg, weil manchmal wir spielen mit zu viel Risiko. So kriegen wir zwei einfache Gegenstoss-Tore. Weil diese 3 Minuten hat einfach uns kaputt gemacht. Da müssen wir lernen. Das kann nicht sein, dass wir ein Spiel wegschmeißen in 3 Minuten. Da müssen wir clever sein, dass wir machen wir ein oder zwei Fehler, dass wir können die Tempo rausnehmen und wir weiter zusammenspielen und weiter zusammen aufbauen. Es war ja Mittwoch ein sehr friedliches und faires Spiel mit lediglich einer Zeitstrafe auf beiden Seiten. Werden wir hier Sonntag ein schmutzigeres Spiel sehen? Oder müssen wir ein schmutziges Spiel sehen, damit dort der Faden entsprechend reißt? Also, der eine ist, dass die Großwallstadt die spielen, dann hat das Abwehr, hat ein sehr gutes Abwehr, Großwallstadt. Das wird eine Aufgabe für uns, da rangehen. Aber wir müssen auch viel aggressiver eintreten. Ich finde, dass wir am Anfang an in Flensburg, dass wir haben das gemacht, aber
die Aggressivität hat gefallen zum Schluss in der ersten Halbzeit und auch weiter von Anfang zweite Halbzeit, dass wir sind zu passiv in der Mitte, aber und zum Beispiel ein Spieler als Dörzes hat zu einfache Würfe gehabt, also nicht am 9 Meter, das ist 7,5, 8 Meter, das geht nicht, das müssen wir. Wir haben über das gesprochen, dass wir müssen aggressiv da sein und sie müssen das einfach machen, das ist so. Und, aber ich finde, dass in Flensburg, dass unsere 5-1 hat da auch gut, also wir haben ein gutes 5-1 gespielt, die letzten 15, 12 Minuten, das hat gut funktioniert, das ist gut auch für uns, dass wir haben eine andere Formation, nicht nur die 6-0, weil ja, wir haben, das ist keine Frage, wir haben ein bisschen Probleme in den Innenblock, in die 6-0, so. Das kann auch eine Möglichkeit sein, dass wir uns auch etwas anderes probieren. Noch Fragen von euch? Also jetzt nochmal die Einladung zum Fototermin, wer möchte. So, genau. www.zweitewelle.de, das unabhängige Handball-Online-Magazin.